So, moin zusammen. Diesmal wird der Scirocco meines Bruders gewaschen und wie ihr sehen könnt, hier haben wir noch einige Reste vom letzten Winter, die hier drauf sind. Und da muss man natürlich unbedingt ins Detail gehen und richtig schön den Wagen wieder sauber bekommen. Hier seitlich auch richtig gut zu sehen, dass hier überall noch die Reste des Winters drauf sind. Auch die Felgen sehen nicht mehr sauber aus. Ein bisschen Luft auf der Reifen vorne auch mal. Und da werden wir mit dem Aluteufel mal dran gehen und den Wagen wieder aufbereiten. Beziehungsweise jetzt speziell die Felgen. Hier hinten sieht es auch ziemlich lustig aus. Ne, wie ihr sehen könnt, überall hier noch so die Salzpartikel, Eispartikel drauf. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los. So, nachdem wir den Wagen abgespritzt haben, ich habe jetzt bewusstermaßen hier die Felge mit dem Wasser nicht abgespritzt, testen wir jetzt hier die beiden Felgenreiniger von Tuga Chemie. Das ist einmal der Aluminiumteufel und dann auch hier der Aluteufel Spezial Gel, säurefrei, nicht säurefrei. Machen wir hier linker, rechter Test quasi, also die Felge ist ja wirklich ordentlich versaut. Die Einwirkzeit hier bei dem grünen liegt bei 3 bis 5 Minuten und die bei einem roten bei ca. 2 Minuten. Dementsprechend lassen wir das jetzt Ganze auf der linken Hälfte der Felge mit dem grünen einwirken, 3 Minuten. Und dann kommen wir dazu, dass der auch noch 2 Minuten bekommt. Wie ihr sehen könnt, der Aluteufel Spezial Gel Felgenreiniger hat einen richtig schönen Wirkindikator, reagiert hier ideal mit dem Schmutz auf der Felge, mit dem Bremsstaub. Hat seine 3 Minuten eingewirkt. Jetzt können wir hier den Aluminiumteufel nehmen. Wie gesagt, nur 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, weil der relativ kräftig und stark ist. Und damit bekommen wir die Felge aber auch ideal sauber. Lassen wir das Ganze natürlich auch noch einwirken, dann wird der Wagen abgespritzt. So, bevor wir den Wagen abspritzen, nehmen wir jetzt hier auch noch von Tuga Chemie den Teufelsreiniger. Das ist ein Universalreiniger. Und das eignet sich ideal, um hier die Einstiegsleisten zu reinigen. Na, hier erstmal eine neue Flasche lösen. Zack, da ist das Kunststoffteil. Und dann sprühen wir das Ganze jetzt hier schön ein. Das kann richtig schön einwirken. Wird ein bisschen benetzt, jetzt gleich, wenn wir den Wagen abspritzen mit dem Hochdruckreiniger. Und können wir dann nachher einfach richtig schön abwischen, wenn der Schmutz sich gelöst hat. So, beginnen wir jetzt als erstes mit dem Absprühen des Wagens. Hat den Vorteil, dass wir den ersten groben Schmutz hier mal richtig schön runterwaschen können. Da geht auch schon was runter. Und im zweiten Schritt können wir dann, oder haben wir halt eine gute Basis, damit der Schaum auch richtig schön auf dem Lack hält. Da ist noch ein bisschen Schaum hier in der Lanze drin. Das dauert bei der Anlage immer einen kleinen Moment, bis das umgeschaltet hat. So, heute mal wieder mit dem Quasar Venus Schaumsprüher. Hab ganz neu hier Chemical Guys Honeydew dabei, was auch so einen kleinen Snowform-Effekt hat. Foam. Heute machen wir eine höhere Dosierung, ca. 40 ml vom Snowform. Und mal gucken, was da für eine Mischung rauskommt. So, jetzt mit dem Quasar Venus. So, da ist der Überdruck und ja, typisch für den Quasar Venus, wie immer zu sehen, relativ dünnes Schaumbild, was ich aber wiederholen kann, nicht schlecht finde. Denn auch das ist wirklich absolut dicht hier, wenn man sich das anschaut. Sieht wirklich gut aus und durch das 2 Liter Fassungsvermögen haben wir halt eine richtig große Menge an Schaum hier in der Flasche. Und können den Wagen wirklich ideal einsprühen. Also es gefällt mir so richtig gut. Jetzt machen wir nur einen kompletten Wagen und dann geht es ins Abspritz. So, wie ihr jetzt sehen könnt, der Wagen erfolgreich angeschäumt. Felgenreiniger wirkt hier noch ein, da drüben ebenso. Können wir gleich abspritzen. Und hier mal richtig schön zu sehen, was der Schaum für eine Reinigungsleistung hat. Der Schaum hier unten hat den Dreck richtig schön nach unten transportiert. Und man sieht es hier ganz eindeutig, was da für ein Schmutz drin ist. Also, glaubt mir, diese Vorwäsche mit Schaum ist wirklich sehr, sehr wichtig und gut, um den gröbsten Schmutz schon mal zu lösen. Ja, kommen wir nun ans erneute Abspritzen.
Oh, schaut euch mal den Felgenreiniger an. Tolles Ergebnis. Sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt schauen wir uns natürlich auch direkt mal einen Vergleich hier drüben Reiniger an. Ah, hier sind schon einige Beschädigungen an der Felge, aber hier, wow, schaut euch das an. Also beide Reiniger wirklich ein tolles Ergebnis. Gucken wir uns gleich aber auch noch im Detail an. So, wie ihr jetzt sehen könnt, Wagen erfolgreich abgespritzt und der erstrahlt auch schon wieder in neuem Glanz. Gucken wir uns jetzt, wie angesprochen, die Felge im Detail an. Also wirklich beide Reiniger top Arbeit geleistet. Hier der grüne ebenso wie auch der rote Reiniger. An den anderen drei Felgen habe ich wirklich nur den grünen benutzt und das kann sich auch sehen lassen, dieses Ergebnis. Also wirklich für nur mit dem Reiniger zu arbeiten, ohne jegliche Felgenbürste oder ähnliches, ist das wirklich ein Top-Ergebnis. Auch so die Lackreinigung jetzt hier ganz gut. Man sieht jetzt hier und da noch ein paar kleinere Flecken. Das ist klar, denn da müssen wir jetzt mit der Handwäsche auch noch dran. So, wie ihr sehen könnt, zwei Eimer Waschprinzip und habe das Honey-Do jetzt hier richtig schön aufgeschäumt, nur per Hand und das sieht schon so geil aus. Also nehmen wir uns jetzt hier aus dem Shampoo-Eimer mit dem Incredi-Sponge von Microfiber Madness hier und können jetzt hier den Lack ideal reinigen per Hand, machen das von einem kleinen Teil aus und können dann im nächsten Schritt hingehen, den Handschuh wieder auswaschen. Kann ich euch gerne nochmal zeigen hier. Im Eimer mit dem Frischwasser schön neben den Eimern ausbringen und dann geht es wieder von vorne los mit neuem Shampoo. So, wie ihr sehen könnt, Wagen erfolgreich hier per Hand gewaschen mit dem Zwei-Eimer- und Zwei-Handschuh-Prinzip natürlich. Und da ist auf jeden Fall gerade im unteren Bereich nochmal ordentlich Schmutz runtergekommen. Das ist klar, das bleibt nicht aus bei dem Wetter. Und so sieht er jetzt schon wieder richtig gut aus, der Wagen. Und dementsprechend können wir jetzt zum nächsten Schritt wieder kommen, den Wagen erneut mit dem Motorreiniger abzuspritzen. Next Part ist das Auto abtrocknen. Da nehmen wir uns zur Hilfe von Chemical Eyes das Speed Wipe. Haben wir in einem die Möglichkeit, den Lack richtig schön schonend zu trocknen und auch noch ein schöner Sherry Duft. Und es ist ein Quick Detailer, das heißt, wir holen nochmal richtig schön Glanz aus dem Lack raus. Dazu nehmen wir die beiden Tücher, einmal hier das kleine blaue Trockenwunder und natürlich das Orange Babies. Also wir gehen bevor, ich halte das jetzt hier ein bisschen, weil gerade ein bisschen Wind ist. Wir sprühen hier einen kleineren Bereich ein. Ach, ich liebe diesen Geruch. Und danach das gefaltete Orange Babies. Na, auf jeden Fall noch kontrollieren, dass nichts drin ist, damit keine Kratzer in den Lack kommen. Und dann wirklich ganz gentle, ganz locker hier über den Lack gehen. Und schaut euch mal an, wie viel Wasser dieses Tuch aufnimmt. Das ist immer wieder faszinierend. Und die Fläche hier ist auch so ziemlich fast gesamt trocken. Ja, so werden wir jetzt den Wagen weiterhin trocknen. Wir zeigen das auch gerne, oder ich, hier nochmal an der anderen Seite. Also auch wieder gleiches Prinzip. Ein bisschen vom Detailer drauf. Es geht wirklich so ratzfatz mit dem Detailer. Und der tolle Geruch und auch der schöne Glanz, der sich auf dem Lack ergibt. Ich liebe das. Und dann können wir hier ganz einfach und sanft den Lack abtrocknen. So, und da ist die Motorhaube schon, ja, da ist noch ein Fleckchen da hinten, fast gesamt trocken. So, ja, so machen wir den gesamten Wagen trocken und dann sind wir gleich durch. Könnt, ist der Schmutz hier ordentlich gelöst, das sieht soweit gut aus. Und dann können wir jetzt hier mit einem älteren, aber sauberen Mikrofasertuch hingehen und den ganzen Einstiegsleistenbereich hier reinigen. Ich würde nur einmal drüber ziehen, denn schaut mal, wie viel Schmutz man hier abnimmt. Und der Universalreiniger hat hier echt tolle Arbeit geleistet. Ne? Also guckt euch das mal an, wie viel Schmutz da drauf war. Wenn wir jetzt hier nochmal nächste saubere Stelle des Tuches. So viel haben wir jetzt hier nicht mal. Ein bisschen ist noch. Ne? Also wirklich krass. Toller Reiniger. Und gerade mit diesen dicken Dreckklumpen jetzt nicht nochmal hier drauf gehen, damit ihr keine Kratzer reinmacht, sondern sucht euch eine saubere Stelle des Tuches. Ja, ist ein bisschen was Älteres, aber das passt schon. Und dann könnt ihr hier den nächsten Bereich richtig schön sauber machen. Und dann ist es auch wirklich ziemlich sauber.
Motorhaubenbereich, wenn der wie hier auch so ein bisschen durch den Winter gelitten hat, können wir auf jeden Fall auch wieder mit dem Teufels-Universalreiniger hingehen und einsprühen. Maximale Einwirkzeit von 3 Minuten. Also hier wirklich relativ dünn. Das ist ja nur der Kunststoff, der hier ein bisschen verschmutzt ist. Das reicht. Lassen das Ganze im Moment einwirken und danach können wir das zusammen mit den restlichen Feuchtigkeiten vom Abwaschen des Wagens hier wegputzen. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen eingewirkt hat, 1-2 Minuten reicht das auch schon, nehmen wir jetzt hier das Tuch und schaut euch das an. Also auch hier leistet der Universalreiniger top Arbeit. Ja, also das geht so easy. Klar, Tuch muss dann gewaschen werden, aber schaut euch das an. Also ich bin da sehr, sehr begeistert von den Produkten von Teufel bzw. Tuger Chemie ist der Hersteller. Machen wir so komplett fertig und dann gibt es gleich das Finish. Kümmern wir uns hier auch noch um die Kunststoffteile, die sind ja hier beim Scirocco dran. Und dann nehmen wir hier, zack, passender Name, Kunststoffteufel. Zack, einmal öffnen hier und im nächsten Schritt einmal drücken, dann fliegt der hier weg. Und können, ja, ich sprühe es jetzt nicht drauf, damit wir nicht direkt auf den Lack kommen, sondern hier ein bisschen ins Tuch. Und können damit, oh, schaut euch das mal an, richtig schön. Erstens, diese Kunststoffteile hier am Fahrzeug ideal reinigen und im zweiten Schritt natürlich ebenso pflegen und die sehen dadurch wieder richtig schön aus. Ja, das machen wir mit den anderen Teilen auch. Hier sieht man es auch, was da an Schmutz runterkommt und dann gibt es das Showdown. So, wie ihr jetzt sehen könnt, hier kleines Finish vom Wagen. Sieht soweit richtig gut aus. Schaut euch das mal an. Also wenn wir bedenken, wie dreckig der Wagen vorher war, sieht das doch mal wirklich anders aus. Auch die Kunststoffe wieder richtig schön geworden. Also die Tuga Chemie Sachen hier wirklich genial, richtig klasse. Und auch die ganze Front von dem ganzen restlichen Schnee, Eis und was da auch alles drauf war, wieder komplett sauber. Felgen soweit auch ganz gut. Detailarbeit hatte ich jetzt heute keine Bürste dabei. Da muss man auf jeden Fall noch mal rangehen. Aber so rein für den Reiniger wirklich super sauber geworden. Also das sieht doch mal echt klasse aus. Dementsprechend wirklich zu empfehlen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, jetzt auch mit der direkten Anwendung der Sachen. Und wenn dem so ist, lasst gerne den Daumen nach oben da, das freut mich sehr. Abonniert meinen Kanal und schaut euch die Produkte nochmal an, findet ihr verlinkt unterhalb des Videos. Ciao!